So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Ich sehe schon wieder käseweiß aus, wie eine Leiche, aber egal. Gestern Abend habe ich noch kurz ein Video rausgehauen über die Safari-Zone Sevilla in Spanien. Könnt ihr euch mal angucken, euch überlegen, ob ihr euch auch ein Ticket holt oder nicht. Da gibt es wieder viele Fragen, die man natürlich unter das Video schreiben kann, die dann sicherlich auch beantwortet werden. Heute Abend 18 Uhr ist die nächste Raid-Stunde mit Cabo Ricky, wo ihr mich einladet, wenn ihr unterwegs seid und könnt Raidmania Punkte verdienen. Letztens gab es 2,98er, mal gucken, vielleicht diese Woche das 100er. Da würde ich mich wahrscheinlich freuen. Und Capo Ricky Raids für Zuschauer, für euch, wo jeder mitmachen kann, gibt es dann am Samstag, weil am Sonntag ist ja der C-Day. Das nur gleich mal vorab, aber das werden die Leute, die im Stream sind, ja nicht wissen, weil die ja nicht die Videos gucken. Und deswegen würde ich sagen, fackeln wir eine Schlange, machen jetzt gleich die Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei Matze aus der Feldforschung, ein 100er Pep-Pack, ne? Guckt euch den roten Kopf an, also die Haarfrisur. Dann der Patsch, wir hatten diese Ente bei uns im See, was ist denn das? Ist das shiny? Jetzt hatte ich gesagt, ja, da braucht es noch ein Partyhut oder irgendwas. Und was macht der Moro der Starke, setzt der Ente wirklich einfach noch einen Partyhut auf. Sah doch richtig genial aus, ne? Normal shiny, vor allem, das ist es ja. Jetzt sieht man den Kopf gar nicht mehr so richtig. Guck doch mal, der Kopf und dann mit Partyhut. Ist egal. Chefe, yes, hat hier ein Shiny Rabauz gebrütet. Das wird den meisten Leuten natürlich noch fehlen. Habt ihr ein Shiny Rabauz? Wie viele Leute hier, die das gucken, haben ein Shiny Rabauz? Ich kenne vielleicht jetzt 3 Leute, die ein Shiny Rabauz haben, mehr nicht. Dann bin ich mit Hannes zu Glücksfreunden aufgestiegen. Der Kenny hat einen Trade gemacht und einen 100% Lucky Mangunior bekommen. Hui, schreibt er hier auch. Sehr niedriges Level, 18 WP, ne 118 WP, aber egal. Lucky Dex Eintrag abgehakt. Dann der Tick Kekslot. Was da los? 2 aus dem Raid, 2 ausgebrütet. Das ist natürlich richtig brutal. 2 aus Eiern, also Shiny Wuffels, 2 aus Eiern, 2 aus Raids. Manche, die haben immer noch gar keins. Andere, die haben 1 nach 3 Millionen Raids. Ich glaube, so viele hat er gar nicht gemacht. Hat aber hier mega Glück gehabt. Also das ist auf jeden Fall schon brutal. Und ihr werdet heute auch ganz viel Wuffels sehen, weil einfach alle im Wuffels-Fieber sind. Total hundeverrückt sind die Leute gerade. Typisch Andy bin ich auch aufgestiegen zu Glücksfreuen. Dann Henry Nicky hat hier in der... Ne, aus dem Ei, ist gar nicht aus der Dragosso-Stunde, hat aus dem Ei 100% Dragosso gebrütet. Dann bin ich mit Shiny Hunter Glücksfreund geworden gestern Abend, mit Bier Benny auch noch und mit Tixakura auch noch. Ich komme gar nicht hinterher, die immer alle wegzumachen. Momentan bin ich übrigens auf der Suche nach 100% Suicune, da ich die anderen 2 Raubkatzen ja schon als 100er habe. Mit den Vögeln jetzt fertig bin, alle 3, geht's jetzt mit Suicune weiter. Dann Marco FedEx, 100er Pebek hier. Marco FedEx, warum? Waren nicht alles Raids? Ausgebrütet habe ich kein schillerndes. Ich habe erst 3-mal den Satz lesen müssen, bis ich es gerafft habe. 54 insgesamt. Da sind nicht alles Raids gewesen, sondern es waren auch ein paar Eier dabei. Nehmen wir mal, sagen wir mal, er hat 10 Eier gebrütet, dann hat er ja nur ca. 40 Raids gemacht. Aus den Eiern kam kein Shiny, aber aus den Raids. Und insgesamt hat er hier also dann schon 3 Shiny Wuffels gehabt nach 54 Begegnungen. Nach, sagen wir mal, vielleicht 40 Raids, wo ich nach 61 Raids mein erstes hatte. Das ist also eigentlich auch richtig chillig. Geht aber sogar noch besser, sehen wir aber dann später. Er hat auch hier ein 100er Wuffels mitgenommen, der gute Marco FedEx. Unendlich für die Mega-Entwicklung aus dem 10-Kilometer-Ei, ein 100%. Oh doch, wer nicht wusste, das kriegt auch noch eine Mega-Entwicklung. Da könnt ihr jetzt schon mal sparen, euch ein gutes Exemplar aufheben. Marco FedEx auch hier mit einem 100er Magunior, plus einem Shiny Elezeba, plus einem Shiny Magunior. Dann kommt Celal, der hat mir wieder... über 100 Bilder geschickt, vieles musste ich weglassen. Wir gehen mal im Schnelldurchlauf jetzt durch die Celal Edition. 100er Dummiesel, Shiny Lampi, dann sag mir doch, was ich tun soll. Aber das ist doch das Problem, ich will dir nicht sagen, was du zu tun hast. Ich möchte einfach, dass du das tust, was ich möchte, aber du sollst es von dir aus wollen. Hä? Das fand ich so genial.
Wie oft stehe ich immer da und denke, ich verstehe nicht, das gibt doch, und das Bild bringt es genau auf den Punkt. So läuft die Welt nun mal. Also viele Männer da draußen werden sagen, genau, so ist es. Und ich bin der Typ, der rafft halt gar nichts. Was will jetzt die Dame, ne, sagen wir mal. Fand ich total witzig irgendwie. Dann Shiny Dummiesel noch von Selal hier. 100% Flamjau von Selal. Shiny Capuno Wild von Selal. Dann hier habt ihr vielleicht schon gesehen, da baut's, wenn ihr den Empfangsbild habt, also seinen Kopf rumdreht, was Eulen oder Kauze oder so eigentlich machen. Den Kopf um 180 Grad drehen, das sieht richtig brutal aus. Und hier sieht man, der dreht ihn einfach noch weiter, sodass er eine richtige Spirale aufbaut, dann noch ein Messer oder beziehungsweise hier ein Samurai-Schwert in den Mund genommen und dann drehst du dich zurück und das ist so brutal, der kommt da angesäbelt und alle rennen weg, also kann man machen, ne, in einer anderen Welt. Dann hier Selal, 100er Pfiffchen, wildes Goldbild. Habt ihr schon mal ein wildes Goldbild gefangen? Wann habt ihr euer letztes wildes Goldbild gefangen? Ist auch irgendwie ein mega seltenes Pokémon natürlich. Shiny Raupi mitgenommen, beste. Shiny Waubel mitgenommen. Dann hier wieder schwere Entscheidung. Generation 9, welchen Starter wirst du wählen? Ich finde wahrscheinlich immer noch den in der Mitte irgendwie am coolsten. Erinnert mich an Iswo und an Kanimani so ein bisschen. Wildes Hytera hier gefunden, auch cooler Encounter. Ist der Ali wieder auf den Schrank gehüpft. Dann Shiny Yorkliff gegönnt, Shiny Pummeluff gegönnt, Shiny Makuhita, 100% Robball. Wenn du auf 10.000 Autos geschissen hast und jetzt endlich den Rainbow Skin freigeschaltet hast. Lass mal einfach so stehen, sieht aber lustig aus. Selal, Shiny Lilieb, Shiny Huthut, wildes Duo Dino, war sogar Dex-Eintrag. Eigentlich jetzt mit mehr gerechnet. Ich dachte, er hat jetzt hier schon den ganzen Sack voll und überhaupt. Hast du noch keins entwickelt? Jetzt fängt er eins? Oder ist das der zweite Account gewesen? Oder ist das Dex-Eintrag, hat mich jetzt trotzdem ein bisschen gewundert, solange die Capuno schon im Spiel ist und dass man das auch oft grünen kann und so immer so heftig dabei, hat dieser Dex-Eintrag mich sehr aus dem Bett geworfen. Dann Shiny Chanera hier, Shiny Yorkliff nochmal, meine Schuhe sind weg, waren Schnürsenkel dran, ja, dann sind die jetzt auch weg. Dann das Bild würde auch passen, wer Arceus zockt, Arceus oben, ihr seht das aus Harry Potter, ne? Sieht übelst brutal aus, verdörrte Leiche und so. Was ist mit ihm? Was ist mit Arceus, ne? Oh, jetzt habe ich übelst die rote Nase. Er wartet seit 200 Stunden darauf, dass du endlich mit den verdammten Nebenquests aufhörst. Man kann die Story machen oder man kann sich einfach ewig aufhalten, der Ramses hält sich immer auf. Bei mir geht es am Freitag wieder weiter, wen das interessiert, Arceus. Wir müssen jetzt gerade hier das Szenentrio und so verprügeln, also da schauen wir dann auch mal hin. Selal, 100er Dicta, Shiny Snubbull, Shiny Haspiror, Shiny Huthut, Shiny Schwalbini, Shiny Hunduster, 100% Glücks Robball aus dem Tau, Shiny Zepurze, Burndown Steve, den wir letzte Woche in Raid Pass. Egal, dann Burndown Steve, meine Ausbeute der Woche, das Shiny Barisch war, ist aus der Go-Kampf-Liga. Hier haben wir einen Shiny Schlurp, hat ja eigentlich einen Raid Day gehabt, hätte ich eigentlich gar nicht mit reinnehmen müssen. Dragosso, ist okay, hat jetzt auch seine Spotlight-Stunde gehabt. Shiny Huthut, Shiny Barisch war, hat eigentlich seinen Quest Day gehabt, hätte ich gar nicht mit reinnehmen dürfen, laut meinem eigenen Reglement. Aber sind ja schon fertig hier, gehen zu Sarina und die hat endlich Schlurp in Gelb. Blöd bloß, falscher Account. Gelbe Eier, gelbes Schlurp, rotes Absol, alles richtig gemacht. Dann hier Andy Project, meine Frau, die Prinzessin meinte, soll ich mal schicken. Traunfugil aus der Liga und danach gleich das nächste Shiny Wild. Nämlich ein Zerpurze Wild, nachdem das Traunfugil aus der Liga encountert wurde als Shiny. Auch cool. Plus, hat mich gerade zu Hause besucht, kurz vor der Rampenlichtstunde beim Andy Project, ein Capoeira in Shiny. Habt ihr schon ein Capoeira? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe jetzt eins, weil der Thomas mir eins gegeben hat für einen Shiny Fluffeluff. Dem hat noch das Baby da gefehlt. Dann hier Jenna, 100er Wuffels, 100% Glückspigolente, Shiny Yorkliff, Shiny Familie voll, Skalyk. Geil, habt ihr Skalyk? Shiny, sieht gut aus, oder? Kann man mal sagen, dieser brennende
hässliche Geier, Adler, Schwan, Mops. Ne? Dann hier Jänner, 100% Baumboll, noch ein 100% Wuffels, jetzt Waffels genannt. Shiny Waffels, Wuffels, nein, Wuffels, weil ist ja kein 100er. Und dann die insgesamte Ausbeute, sie hat also jetzt drei Shinies, sie hat also die Tag- und Nachtform auch entwickelt, hat 200er und hat ein unbedeutendes, was man eigentlich wegschmeißen kann. Das ist bestimmt zum Tauschen, falls mal jemand eins braucht, ne? Ah! Plus Shiny Anorit, genau, plus Senfbart Slimer, Shiny auch noch mitgenommen. Griki! Griki müsste eigentlich Schocker der Woche sein. Aber weil es ums Thema Wuffels geht und wir so viele Wuffels haben und so viele andere Leute, die bei wenig Raids viel Glück hatten, er halt noch mehr Glück hatte, aber trotzdem immer noch es dasselbe Thema ist, wenig Raids viel Glück. Hi Ramon, Robert, Kriki hier. Wäre das was für den Schocker der Woche? Hab 4 Wuffels-Raids gemacht, davon 100er und 2 Shinies. Hab mein Apex Ho-Oh erlöst, mir ist das 100er einfach lieber und die Aura sieht auch viel cooler aus. 4 Wuffels Raids. Ich habe bei 61 mein erstes Shiny bekommen. Er hat bei 4 Stück schon ein 100% und 2 Shinies. 100% und 2 Shinies bei 4 Raids. Verinnerlicht das kurz. Lasst das als den Schocker auf euch wirken. Das schockt trotzdem. Trotzdem habe ich mich für was anderes entschieden beim Schocker der Woche. Deswegen bin ich jetzt schon wieder käseweiß. Und er hat sein 100er, Ho-Oh erlöst zu einem 100er. Und ganz ehrlich, wenn meins ein 100er geworden wäre, hätte ich es auch erlöst, da ich 100er sammle. Und von Ho-Oh noch kein 100er habe. Und mit dem Krypto sowieso bisher noch nie was gemacht habe. Mit kaum einem Krypto, außer vielleicht mal mit Metagross. Aber da habe ich ja 100er. Das ist ja auch ein wildes. Und deswegen... komische Sache, komische Sache. Guckt euch die Aura an, sieht fett aus. Burkhard hier, 100er Gramm Murks, Shiny Magunior, Koli Dieter, guten Morgen, guter Morgen, Shiny Rabauz, das ist nämlich die dritte Person, von der ich es kenne. Dann Aluhut, 100% Kaburiki, 1810. Gucken, ob der heute Abend auch kommt. Aluhut noch hier mit dem Shiny Lamus und Shiny Mauzi hinterher. Im Unterschied von einer Minute zueinander kann man auch mal machen. Plus auch hier Shiny Caboera. Es werden also immer mehr Caboera-Mans. Dann Lost Lift. Jetzt fehlen noch 2. Theoretisch fehlen noch 3. Aber lass mal das Thema. Da gibt es immer wieder hier so, nee, das gibt's doch noch gar nicht. Aber ihr wisst, dass es existiert. Und deswegen kann man ja theoretisch schon mal vorsorgen. Shiny Wuffels ja auch mitgenommen. Lohnt sich mit dem zweiten Account zu traden. 100% Lucky Bouts. Alter, das stört mich so komplett hier. Die ganze Farbe ist weg hier. Drecksauto-Dings und jetzt nicht mehr. Wichtig und richtig. Shiny Raupi, Lukas, 100% Fuegro, 100% Bautz, 100% Robbal, viele neue 100er, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Markus aus der Feldforschung, 100% Menki. Markus, einfach so im Wild aufgetaucht und auch gefangen, wildes Bruderlander. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht gehabt, sieht aber auf jeden Fall richtig cool aus. Dann Daniel Love. Ursaring, Shiny, 100er, Duflor, Shiny, Skorgler, ah, die macht keinen Scheiß, der ist am D gekommen, Shiny Owei, bei Owei Spotlight Stunde, den habe ich gerade gebrütet, 100% Marmolita, dann aus der Spezialforschung bei Gossi, Shiny Mauzi in der Alola Edition, Heiko zeigt uns hier ein Shiny Piccolo. Wenn ihr versteht, Dragon Ball und so. Heiko noch mit dem 100er Wuffels aus Zaragoza hat sich auch gegönnt an einem Tag sogar 2 weitere Shinies, die er hier entwickelt hat von der Wuffels-Familie. Nennen wir es mal Wuffels Tag und Nacht. Wer kennt nicht die Serie? Noch ein Carpados, Nubbel und ein Dummiesel dabei. Thomas Speck hier mit dem 100% Robball, 100er Wuffels. Shiny Magunior und Mango Spector plus 100er Trompack. Die Trump-Pokémon halten ein. Eins sieht so aus, eins heißt so. Dann nochmal hier 100er Magunior. Elke mit dem Shiny Deoxys. Hat sie, glaube ich, vergessen zu schicken gehabt. Hat jetzt alles nachgeschickt. Und Shiny Deoxys in der Verteidigungsform. Shiny Mantax hier. Shiny tauschen, behalten. Heißt das jetzt, sie muss das behalten oder sie will es tauschen?
Behalten und Shiny tauschen. Okay. Vielleicht ist das getauscht und sie will es behalten. Dass sie es eh nicht mehr abgeben kann. Dann. Shiny Teddy Ursa. Shiny Weilmar, Shiny Mangunio, Shiny Labras, Glückstausch, Shiny X-Bud, Glückstausch, 100% Giratina, Glückstausch, Fliegende Made, richtig brutal, den muss man auf jeden Fall haben, das ist wirklich so ein geniales, krasses Pokémon. Dann hier noch ein 100% Magpi, Babys auch bitte so lassen, nicht entwickeln, ihr macht euch kaputt, 100er Corazon mitgenommen, noch hier 100er Wuffels, 100er Landturen, 100er Trompette, ne? Lesen einfach vor, wie es da steht. Lennart hat wieder mal ein 100er entwickelt, ein 100er Hundusta. Lennart mit dem 100er Bautz. Der Paul Berger, der zeigt uns auch, was er innerhalb von 4 Tagen alles an 100er sich gegönnt hat. Könnt ihr mal reingucken, macht mal Pause, guckt euch die Starter an, guckt euch den Vogelbaum an, guckt, was unten ist. Was auch immer das unten ist, mit 688 WP, wer es errät, der gewinnt's, ne? Dem muss er das dann tauschen. Was ist das unten? Schreibt es mir in die Kommentare. Dann Thomas Bo, Querz, XYX, Herz aus Duisburg, eine 100% Lubia, Shiny Wuffels, Brainy mit einem 100er Samurzel, ist er nicht niedlich, gerade geboren und schon 100%, Brainy Stendal hier auch mit einem richtig guten Apex Crypto Ho-Oh, würde auch ein 100er werden, wenn er es erlösen würde, ich würde es erlösen, aber ich weiß ja nicht, was er damit vorhat, was er damit macht, wie er das sammelt. Ich würde es erlösen als ein 100er auf jeden Fall. Brainy Stendal hier, 100er Geronimatz, Fifabi, hier Shiny Vulpix, Limango. Könntest du das bitte bei Raider Mittwoch mit reinnehmen? Aus Peru, haben wir gemacht, sogar mit Wetterboost, 2263, Kaburiki, 100er. Julchen, hier noch mein bester Fang an der Yodo-Tour, insgesamt ein Lugia-Raid gemacht an dem Tag. Und auch ein 100er bekommen an Lugia. Normalerweise würde ich das jetzt auch nicht mit reinnehmen, aber weil es ihr so viel wert ist und sie dabei immer auch die Leute grüßt und huldigt, die da das ermöglicht haben, habe ich es doch mit reingenommen. Der Meister macht einfach gute Tausch, ne? Vom Meisterfänger getauscht. Ein 98er Shiny Sekrom in Lucky. Hier vielen Dank an 0max6, richtig nice, von dem ich auch das Relaxo habe, was da liegt. Also ein 98er Shiny Raikou in Lucky plus, ich weiß, ist ein Z-Day-Pogi, aber passt einfach ins Bockwurst-Muster. Danke an Thomas, der Bockwurst-King, gegrüßt, ne, der immer die 98er abgeräumt hat. Hier ein 98er Shiny Bisasam in Lucky, auch noch mitgenommen. Jojo, gebrütet aus dem Ei, 100er Rabauts mitgenommen, würde ich auch so lassen, würde ich niemals entwickeln. Wäre ja eh random, zu was das dann wird, aber weil du alle anderen ja wild fangen kannst und das Rabauts nicht, würde ich niemals Rabauts 100 entwickeln, egal was dann draus werden könnte. Hier auch noch ein Shiny Wuffels mitgenommen, Cumulus auch, Einladung aus Japan, Shiny Wuffels hier, das müsste dasselbe sein, ansonsten hat es die gleichen WP, Cumulus auf dem Kleinen ausgebrütet, Shiny Rabauts, ich glaube das ist jetzt der 4. den ich sehe, mit einem Rabauts Shiny und dann das den in Instagram geschickt, was ich eigentlich überhaupt gar nicht möchte, aber es steht ja der Name dran beim Schicken, also kann man das auch mitnehmen, Shiny Schwalbini und ein Ninja Rofflet gefunden, also ein Bautz mit Schwarz dran. Das waren jetzt die Highlights und jetzt kommt natürlich noch der Schocker der Woche und dann kann ich mich vielleicht auch wieder konzentrieren. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von der Jenna, denn das ist das 100% Mini-Ras, nicht erspooft, nicht erbottet, nicht wild gefangen, aus dem Ei, ausgebrütet. Das war ihr Pokédex-Eintrag, das allererste Mini-Ras, was sie je gesehen und erlebt hat, sozusagen, kam aus dem Ei, sie bewertet es 100% und das finde ich richtig krass, weil das Ding ist an sich mega selten. Die Hardcore-Spoofer, die werden natürlich das schon als 100er haben. Trotzdem ist das mega selten. Normale Leute kriegen das nicht. Sie spooft nicht auf ihrem Account. Sie kriegt das aus dem Ei. Sie kriegt da einfach ein 100% als Pokédex-Eintrag. Und neben diesem ganzen Wuffels, was heute überall war, Wuffels hier, Wuffels da, finde ich das so eine coole Abwechslung. Und auch so ein cooler Fakt einfach. Ihr seht ja auch, gesehen 2, gefangen 1. Wisst ihr, wenn ihr irgendwo eins in der Arena oder so sitzen seht oder wenn ihr jetzt gegen jemanden kämpft oder so, zählt das glaube ich auch dazu.
Wir fangen eins auf jeden Fall, dieses eine, was ihr Pokédex-Eintrag war. Und das war ein 100% Mini-Ras. Fertig. Das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und vielleicht sollte ich mir doch mal eine andere Location suchen für Raider Mittwoch. Und vielleicht doch mit der GoPro aufnehmen. In der Küche, bei gutem Licht, alles. Damit man nicht immer so käsig aussieht. Könnt ihr mal drunter schreiben. Soll das die Raider Mittwoch Location sein, abgeranzt in einem dunklen Nebenzimmer, wo immer zu die Farbe wechselt und man immer zu durch den Auto-Dings komplett weiß wird und aussieht wie behindert? Oder so wie wir es in der Quarantäne gemacht haben, dass wir in der Küche gesessen haben im Schlafanzug und dann gesagt haben, hey, sieht auf jeden Fall total, weiß ich nicht. Ansonsten war es das von meiner Seite. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Ich muss mein Hemd nur zumachen. Guck schon, kriege ich wieder ein bisschen Farbe. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.